Freunde des Reitsports und des Sattelhandwerks, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Feldsattlerei. Sattelhandwerk im Reitsport, Sattelbaum, Teil 2. Im ersten Video haben wir den Sattelbaum unterteilt in die einzelnen Teile. Vorderzwiesel, Rachte, Hinterzwiesel. Beim Hinterzwiesel ist mir ein Schreibfehler unterlaufen, und zwar bei der Efterkante. Die befindet sich ja hier, und die Efterplatte, die habe ich fälschlicherweise mit Ä geschrieben. Die wird mit E wie Emil geschrieben. Für diesen Hinweis bedanke ich mich recht herzlich bei der Sattlerei Sass aus Mecklenburg-Vorpommern. So, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Wie angekündigt, wollte ich mich ja hier mit dem Vorderzwiesel beschäftigen. Und der Vorderzwiesel, der hat die berühmt-berüchtigte Kammer, in der in der Regel die Weite des Sattels angegeben wird. Wo befindet sich denn eigentlich die Kammer? Die eigentliche Kammer des Sattelbaumes befindet sich hier oben. Und zwar könnt ihr hier sehen, da macht der Kopf einen leichten Knick in den Ort hinein. Und wenn man jetzt die Kammerweite messen würde korrekterweise, dann müsste man hier oben messen. Das hier oben ist also fachlich die Kammerweite. Was als Kammerweite oft bezeichnet wird, ist die sogenannte Ortweite. Und die befindet sich hier unten. Das ist die Ortweite. Die ist natürlich auch immer unterschiedlich, denn je nach Hersteller sind diese Orte hier unterschiedlich lang und ergeben somit hier auch eine unterschiedliche Weite. Sinnvoller wäre es, das Ganze in einem Winkel zu messen. Dann wäre man nämlich unabhängig von der ganzen Geschichte, und dafür gibt es einen sogenannten eine Sattlerschmiege, die ich auch nochmal extra hier vorstellen werde. Mit der kann man hier den Ortwinkel, das ist jetzt die dritte Bezeichnung hier vorne, ausmessen. Zusammengefasst, die Kammer befindet sich hier oben drin, hier unten, das ist die Ortweite, und das hier ist der Ortwinkel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer rechtzeitig informiert seid über ein neues Video. Ich werde jetzt erstmal noch meinen Halbmond schärfen, denn der ist ziemlich stumpf, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Feldsattlermeister.